Hallo und herzlich willkommen zum Ergotopia-Podcast. Hier ist wieder Alex Weidnauer, Gründer und Geschäftsführer bei Ergotopia. Und heute stellen wir erneut einen ganz hochkarätigen Gast vor, der sich bereit erklärt hat, 10 spannende Fragen zum Thema Schlaf zu beantworten. Ich freue mich sehr, heute hier Herrn Dr. Utz Niklas Walter begrüßen zu dürfen. Er ist Schlafexperte und Geschäftsführer des IFBG, des Instituts für betriebliche Gesundheitsberatung, und berät Unternehmen zum Thema Schlaf. Außerdem ist er Mitgründer des Schlafportals www.letsleep.de. Guten Tag, Herr Dr. Walter, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Morgen, grüße Sie. Ja, Herr Dr. Walter, wir haben einige Fragen vorbereitet, die uns natürlich sehr, sehr interessieren, vor allem was Sie dazu zu sagen haben. Und da würde ich sagen, da legen wir direkt mit unserer ersten Frage los. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach Schlaf für den Menschen und welche Bedeutung kommt ihm eigentlich im Leben eines Menschen zu? Ja, es wird Sie jetzt wenig überraschen, dass ich sage, Schlaf ist ganz essentiell. Sie müssen sich vorstellen, 2 Drittel unseres Lebens verbringen wir im Wachzustand, 1 Drittel in etwa im Zustand des Schlafes. Da wird schon deutlich, wie wichtig das Thema eigentlich auch ist. Und ja, wir wissen, dass wir nicht überlebensfähig sind, wenn wir lange vom Schlafen abgehalten werden. Es ist auch bekannt als Foltermethode. Und nach einigen Tagen, 10 bis 12 Tagen, sagt man in etwa, kann auch Schlafentzug zum Tode führen. Ganz einfach deshalb, weil unser Körper dann so geschwächt ist, unser Immunsystem so geschwächt ist, dass wir anfälliger werden für Infektionen und ja, dann quasi wirklich dahin krepieren. Von daher, um Ihre Frage zu beantworten, Schlaf ist ganz, ganz essentiell für den Menschen und auch eines der großen Gesundheitsthemen der nächsten Jahre. Ja, sehr interessant. Wenn Schlaf so wichtig ist, wie glauben Sie, kommt es dann, dass so viele Menschen schlecht schlafen, beziehungsweise dass das Thema Schlaf bei vielen Menschen nicht den Stellenwert einnimmt, den es vielleicht einnehmen sollte? Also was wären die Hauptursachen für schlechten Schlaf? War das schon immer so? Oder sind diese Ursachen für schlechten Schlaf vielleicht auch speziell in der heutigen Gesellschaft und Arbeitswelt anzutreffen? Was meinen Sie dazu? Ja, so ganz interessant ist die Zahl, dass wir vor 100 Jahren im Durchschnitt ungefähr 1,5 Stunden mehr geschlafen haben. Also stellen Sie sich das mal vor, damals gab es schon Elektrizität, so war das nicht, sondern heutzutage ist es einfach tatsächlich so, dass wir uns irgendwie mehr erfüllen wollen. Wir arbeiten mehr im Job oder wollen mehr im Job arbeiten. Wir wollen perfekte Familienmama, perfekter Familienpapa sein, in den Sportverein, Fitnessstudio und vielleicht noch weiterbilden. Und wo knapsen wir die fehlende Zeit ab? Sehr häufig beim Schlaf. Und genau das ist auch mein Appell jetzt, auch hier heute und an anderer Stelle. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Schlafegoisten aus uns machen, aber es ist schon so, dass wir mehr darauf achten sollten, wie viel Schlaf brauchen wir, wie viel Schlaf braucht mein Körper und wie viel gebe ich ihm. Grundsätzlich haben eben aus diesen Gründen auch Schlafprobleme zugenommen, das wissen wir. Allerdings kann man jetzt nicht genau sagen, was sind die Gründe. Dem muss man auf den Grund gehen. Körperliche Ursachen kann es geben. Es kann im Bereich Alltag so sein, dass ja sie gegen ihren Rhythmus leben, die Schlafumgebung möglicherweise nicht passt oder sie eben auch Gedanken mit ins Bett nehmen. All diese Dinge. Und hier hilft natürlich nur eine saubere Diagnostik. Wenn ich jetzt ganz konkret fragen würde, wie viel Schlaf der einzelne Mensch braucht, was würden Sie da sagen? Ist das abhängig von vielleicht auch vom Alter und der körperlichen Konstitution? Gibt es Situationen, in denen wir besonders viel, vielleicht sogar Situationen, in denen wir weniger Schlaf brauchen? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unser Schlaf tatsächlich beeinflusst wird von unterschiedlichen Faktoren. Geschlecht, Jahreszeit, Ernährung, sportliche Aktivität, all das kann eine Rolle spielen. Das sollte man sich erstmal vor Augen führen. Und dann gibt es nicht die Empfehlung, diese Schlafdauer ist für jeden allgemeingültig am besten, sondern es variiert. Es gibt tatsächlich die Napoleons unter uns, die nur 4 bis 5 Stunden brauchen. Es gibt aber auch die Einsteins, wie man so schön sagt, die angeblich bis zu 10, 11, 12 Stunden geschlafen haben soll. Alles dazwischen, ich sag mal zwischen 5 und 10 Stunden, kann ein Stück weit normal sein. Andere Schlafexperten sagen, es sollten mindestens 6 Stunden sein. Ich glaube, dann sind die meisten auch auf der sicheren Seite. Aber wie viel es letztlich ist, das hängt von ihnen selbst ab. Entscheidend ist nicht nur die Schlaflänge, sondern auch, wann gehe ich ins Bett? Lebe ich mit meinem Rhythmus? Sprich, wenn ich eine Eule bin, ein Spättyp, gehe ich dann auch später ins Bett und stehe ich später auf? Oder wenn ich eine Lerche bin, gehe ich früher ins Bett und stehe ich auch wirklich früher auf? Lebe ich nach meinem Chronotypen? Das ist auch eine ganz entscheidende Frage. Also wenn ich das anmerken darf, nicht nur die Schlaflänge ist entscheidend, sondern auch lebe ich mit meinem Rhythmus. Ah, sehr wichtig. Das heißt, die Schlaflänge ist für den einzelnen Menschen jeweils
zum Teil sehr unterschiedlich und es gilt herauszufinden, was ist sozusagen der persönliche ideale Schlaf, kann man sagen. Ja, so ist es. Und wenn ich ergänzen darf, noch das Thema Alter. Das ist ja auch noch interessant und da zeigen sich auch Unterschiede. Also Säuglinge, junge Kinder schlafen mehr, brauchen auch mehr Schlaf. Und dann verändert sich unser Schlafverhalten mit der Zeit. So im Teenageralter fangen wir plötzlich an, weniger zu schlafen. Das ist nicht nur, weil wir weniger Schlaf brauchen, sondern weil unser Umfeld es sehr häufig gar nicht erlaubt, mehr zu schlafen. Ja, das merkt man ja sehr schön im Teenageralter. Und auch später verändert sich das Ganze. Interessant ist, wenn man dann wieder in der Rente ist, wie sich die Leute dort verhalten. Sie schlafen dann teilweise auch wieder mehr, teilweise auch über den Tag verteilt. Ganz interessant. Also wenn wir die Zeit haben, ja, im Urlaub oder auch im Krankenhaus, wo auch immer, dann schlafen wir in der Regel auch mehr, als wir es im normalen Alltag. Neben der Länge und der Tatsache, dass wir uns nach unserem Chronotyp ausrichten sollten, was genau zeichnet ansonsten noch einen gesunden Schlaf aus? Ja, die Frage wird häufig gestellt, was ist denn jetzt gesunder Schlaf? Wir sagen eigentlich erholsamer Schlaf. Das ist ganz entscheidend. So bezeichnen wir das Ganze. Wie fühle ich mich am nächsten Tag nach einer Nacht? Wenn ich mich gut fühle, dann war mein Schlaf höchstwahrscheinlich auch erholsam. Sie machen das konkret fest an den Schlafphasen, die sie durchlaufen haben in der Nacht. Sich regelmäßig wiederholende Abläufe, sagt man, bestehend aus Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen und dem sogenannten REM-Schlaf, dem Rapid Eye Movement Schlaf. Aus diesen drei Schlafphasen, wenn ich diese Abläufe auch alle habe und nachts nicht lange wach liege, dann rede ich von einem erholsamen Schlaf. So kann man es eigentlich sehr schön bezeichnen. Ist es so, dass wir beim Schlaf konstant schlafen sollten, also dass wir immer denselben Rhythmus haben, oder kann man beispielsweise auch, wie es viele Menschen ja machen, am Wochenende mal anders schlafen, zum Beispiel, weil man eben feiern gegangen ist oder eben mit Freunden dann auf dem Balkon noch lange zusammensitzt. Ist es empfehlenswert, am Wochenende einen anderen Rhythmus zu pflegen als unter der Woche? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Da kommen auch viele Leute auf uns zu und sagen, Mensch, Herr Walter, bitte klauen Sie mir doch nicht mein Wochenende. Ich möchte da richtig lange ausschlafen. Bitte verbieten Sie mir das nicht. Und dann stecke ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Denn es ist tatsächlich so, dass eigentlich der Rhythmus am Wochenende nicht zu sehr von dem unter der Woche abweichen sollte. Die Erklärung ist ganz einfach. Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen um 6.30 Uhr unter der Woche raus. Wenn Sie dann am Samstag und am Sonntag jeweils bis 10.30 Uhr schlafen, ist es fast so, als würden sie einmal auf die Azoren fliegen und zurück, also so einen kleinen Jetlag mit sich herumtragen, der ihnen dann das Aufstehen am Montag deutlich erschwert. Das heißt, unsere Empfehlung ist, ja, sie dürfen ein bisschen länger schlafen am Wochenende, nutzen sie ein bisschen die Zeit, aber übertreiben sie es auch nicht. Vielleicht ein Stündchen mehr, vielleicht anderthalb Stunden, okay, aber viel länger sollte es eigentlich nicht sein. Und sehr schön, wir haben im Rahmen der TK-Schlafstudie im letzten Jahr herausgefunden, dass in der Tat die Deutschen sehr regelmäßig schlafen. Das heißt, der Unterschied zwischen Wochenende und Werktags gar nicht so groß ist. Und das ist etwas, was die Deutschen sehr gut machen. Sie sind auch in dieser Hinsicht sehr diszipliniert und das kommt letztlich ihnen dann selbst auch entgegen. Ja, das ist natürlich mal eine sehr positive Nachricht. Also zusammengefasst, am Wochenende regenerieren und vielleicht die Schlafreserven auffrischen, ja, aber nicht so sehr den Rhythmus verändern. Jetzt mal angenommen, ich hätte Probleme beim Einschlafen oder auch mit unruhigem Schlaf. Was könnte ich jetzt ganz konkret tun, um besser einschlafen zu können, um ruhiger zu schlafen? Gibt es da ganz spezielle Tipps dafür? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Zeit ich habe, um diese Frage zu beantworten. Es gibt unheimlich viel, was man dort anders machen kann. Ich hatte angesprochen, es gibt den Bereich Alltag, es gibt den Bereich Schlafumgebung, Gedanken, Körper. In all diesen Bereichen schlummert ein riesiges Potenzial. Und ich will einfach ein paar Beispiele nennen. Im Bereich Schlafumgebung sollte ich natürlich prüfen, ist mein Bett groß genug? Passt die Temperatur in meinem Schlafzimmer? Ist es abgedunkelt? Habe ich vielleicht einen Router oder irgendeine Lichtquelle im Zimmer, die dort eigentlich nicht sein sollte? Auch die Uhrzeit hat im Schlafzimmer eigentlich nichts verloren. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht dort. Sie sehen also, in der Schlafumgebung kann ich sehr viel anpassen. Auch in meiner Alltagsplanung oder im Bereich Körper. Sehr
schön sind die verhaltenstherapeutischen Tipps im Bereich Gedanken. Ja, wie kann ich es schaffen, Probleme erst gar nicht mit ins Bett zu nehmen? Und da gibt es verschiedene Techniken wie den Gedankenstopp, die Countdown-Methode, das Ruhebild oder sehr schön auch der Grübelstuhl. Grübelstuhl ist eine Technik. Sie suchen sich in ihren eigenen vier Wänden einen Stuhl oder einen Sofa, Sessel und taufen dieses Möbelstück um in Grübelstuhl und suchen dieses Möbelstück immer dann auf, wenn Sie über etwas nachdenken und grübeln. Aber auch nur dann. Sie setzen sich rein, lassen den Tag vielleicht nochmal Revue passieren und schreiben sich gegebenenfalls auch Dinge auf, die Sie beschäftigen. Wenn Sie dann nachgedacht haben und den Stuhl verlassen und rückfällig werden, in Anführungsstrichen, dann suchen Sie den Stuhl wieder auf und grübeln wieder nur an diesem einen Ort. Und das hilft uns mittelfristig, uns davon zu lösen, überall im Alltag, an allen Stellen über Dinge und Probleme nachzudenken, sondern nur an einem Ort. Und ja, um es abzukürzen, das ist eine der Techniken, die Ihnen möglicherweise weiterhelfen. Wunderbar. Das heißt also, es spielt auch eine ganz entscheidende Rolle, welche Räume oder welche Orte wir mit welchen Handlungen verknüpfen. Also der Grübelstuhl ist dann sozusagen zum Grübeln da und das Bett aber nur zum Schlafen. Das ist ja eine sehr interessante Technik und ein sehr interessanter Tipp. Da lohnt es sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, denke ich. So ist es. Ich möchte, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, tatsächlich, also das ist ein ganz entscheidender Tipp. Schlafzimmer ist zum Schlafen da, auch für Sexualität, aber nicht für Medienkonsum oder andere Dinge. Ich weiß, es ist schwer. Man ist gewohnt, vielleicht vorm Fernseher einzuschlafen oder im Zeitalter von Game of Thrones und Co. Diese Serien, ja, die sind dermaßen spannend, dass man sie häufig mit ins Bett nimmt. Aber Empfehlung ganz klar, Trennung von Wachsein und Schlafen. Sehr wichtig, ganz wichtiger Punkt, hervorragend. Jetzt gibt es einige Mythen, möchte ich es mal nennen, die sich um das Thema Schlaf ranken, beziehungsweise Volksweisheiten, wie man es auch immer nennen will. Und wenn wir nun heute schon mal so einen Schlafexpertin hier da haben, würde uns natürlich sehr interessieren, welche davon sind denn nun eigentlich richtig? Vielleicht gehen wir mal der Reihe nach vor und fangen mal an mit der Volksweisheit oder dem Mythos, dass der Schlaf vor Mitternacht der wichtigste ist. Ja, hören wir sehr häufig. Ist auch so ein bisschen irgendwie so ein Gerücht, dass es immer noch gibt, ein Mythos. Ich kann Ihnen entkräftigen, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass der Schlaf vor Mitternacht der wichtigste ist. Es entscheidet auch hier Ihr Chronotyp. Sind Sie eine Lerche, dann ist tatsächlich der Schlaf vor Mitternacht auch wichtig, weil Sie sehr früh ins Bett gehen sollten. Gehen Sie aber eher später ins Bett, um 1 oder um 12 auch erst, ist das auch okay. Entscheidend sind die ersten 4 bis 5 Stunden des Schlafes, denn dort haben Sie besonders viel Tiefschlafphasen. Und Tiefschlaf ist entscheidend für Regeneration und Muskelwachstum und solche Prozesse. Das heißt, man ging davon aus, Leute, die eben vor Mitternacht ins Bett gehen, die haben definitiv diese 4 bis 5 Stunden, die sehr wichtig sind. Und so kam der Mythos zustande. Wenn Sie aber erst um 1 ins Bett gehen und erst um 7, 8 Uhr aufstehen, dann kommen Sie in der Regel auch auf Ihre 4 bis 5 Stunden mit starken Tiefschlafphasen und sind am Ende auch sehr erholt. Also von daher abgekürzt, nein, der Schlaf vor Mitternacht ist nicht besonders wichtig. Also ihr habt es gehört, nur weil ihr es nicht um Mitternacht ins Bett geschafft habt, nicht sagen, der Zug ist abgefahren, sondern die ersten Stunden sind ganz besonders wichtig. Gut, wie hilfreich sind denn sogenannte Powernaps, von denen man ganz oft hört und die ja auch oft als, ja, fast schon als Produktivitätstechnik empfohlen werden, als zur Anwendung, wenn man mal nicht genug Nachtschlaf bekommen hat, um noch was nachzuholen. Wie gut sind diese Powernaps? Ja, wir haben vor gut 8 Jahren uns mal die Arbeit gemacht, mit den internationalen Forschungsstand dazu aufzuarbeiten. Wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Wie lange sollte es ein solcher Powernap sein? Und zu welchen Leistungsverbesserungen kann er führen? Und gezeigt hat sich, dass die verlässlichsten Studien aus dem japanischen Sprachraum, aber auch aus Australien und den USA zeigen, dass der Kurzschlaf am Nachmittag nicht länger als 15 Minuten ab dem Zeitpunkt des Einschlafens sein sollte. Dann laufen Sie nicht Gefahr oder sehr wahrscheinlich nicht Gefahr, in die Tiefschlafphase zu fallen. Das wollen wir vermeiden, weil diejenigen, die nachmittags in die Tiefschlafphase fallen, die werden erstmal desorientiert aufwachen, in der Regel sich erschöpft fühlen, weil das ist das quasi das Schlechteste, was uns passieren kann, aus dem Tiefschlaf aufgeweckt zu werden. Das heißt, entweder schlafen Sie 15 Minuten ab dem Zeitpunkt des Einschlafens eher kurz
Oder sie schlafen sehr lange, indem sie eine komplette Tiefschlafphase durchlaufen, auch eine REM-Schlafphase im Endeffekt noch. Das bewegt sich dann allerdings im Rahmen von 2 Stunden oder sogar mehr. Von daher, sie sind hilfreich und Leistungsverbesserungen von bis zu 3 Stunden sind wahrscheinlich bei einem solchen Powernap im Bereich Konzentrationsfähigkeit, Grundgestimmtheit und ja insgesamt auch Wohlbefinden. Bringen denn solche Hausmittel, wie zum Beispiel ein Glas Milch vor dem Zu-Bett-Gehen zu trinken, tatsächlich etwas? Gibt es da sogar einen besonderen Tipp, den Sie haben? Oder würden Sie sagen, das spielt jetzt nicht die Rolle? Ja, so ist es. Es spielt gar nicht die große Rolle, was es letztlich ist. Rituale sind wichtig. Irgendetwas, Regelmäßigkeit und Rituale. Einer der entscheidendsten Schlaftipps überhaupt. Und ob das dann das Glas Milch mit Honig ist oder den Schlafanzug anziehen oder nochmal mit dem Hund rausgehen, eine gute Nachtgeschichte, irgendetwas ist gar nicht so entscheidend. Also wählen Sie etwas für sich, ein Ritual, das zu Ihnen passt. So wie wir es mit Kindern machen, sollten wir es eigentlich auch tun. Ja, nochmal eine Geschichte vorlesen oder abends nochmal beten gemeinsam oder irgendwie ins Bett gebracht zu werden. Sie lachen jetzt vielleicht als Erwachsene, aber es ist gar nicht so schlecht, solche Rituale zu etablieren. Von daher finden Sie etwas für sich, was zu Ihnen passt. Nun ist es ja heutzutage so, dass ganz, ganz viele Menschen tagsüber am Bildschirm arbeiten. So gut wie jeder besitzt ein Smartphone und da gibt es so eine Art Regel oder eine Art Empfehlung, die sich etabliert hat, die auch viele kennen, sich leider nicht dran halten, aber da wollte ich natürlich jetzt nochmal nachhaken, ob das denn auch stimmt. Ist es so, dass man eine Weile vor dem Einschlafen, zum Beispiel eine Stunde, lieber nicht mehr auf helle Displays schauen sollte? Hat das einen Hintergrund? In der Tat hat es einen Hintergrund. Man spricht davon, dass diese blauen Wellenlängen des Lichts dieser modernen LED-Bildschirme einen wachmachenden Effekt haben, ähnlich wie Kaffee. Und wenn Sie schon es nicht lassen können mit dem Medienkonsum, was ich Ihnen grundsätzlich empfehlen würde, Medienkonsum mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen zu unterlassen, dann arbeiten Sie wenigstens mit der Blaufilterfunktion. Ja, also verschiedene Anbieter haben diese Funktion, auch Apple, Samsung. Das heißt entweder Nightshift-Funktion oder Blaufilter. Stellen Sie das ein und dann merken Sie, dass sich der Bildschirm entsprechend auch eher gelblich färbt. Diese blauen Wellenlängen des Lichts werden dann gefiltert. Von daher, damit tun Sie sich einen Gefallen. Grundsätzlich allerdings empfehle ich eher Oldschool-Hobbys wie Kreuzworträtsel, Puzzle, Stricken, Spiele, irgendetwas, Lesen natürlich, irgendetwas, was nicht unbedingt mit dem klassischen Medienkonsum zu tun hat. Ich weiß, es ist schwer, auch mir fällt es sehr häufig schwer, es zu unterlassen, aber versuchen Sie es, es wird Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Ist denn sportliche Betätigung vor dem Einschlafen empfehlenswert? Ja, auch das ist eine interessante Frage. Man sagt, moderate sportliche Betätigung, ja, ist gut. Zu intensiv sollte es nicht sein. Da sollten schon 2 Stunden dazwischen liegen, zwischen intensiver sportlicher Betätigung und dem Schlafen. Von daher, wenn Sie das vielleicht beachten, moderat ja, intensiv eher nein, dann ist Ihnen da sicherlich auch geholfen. Grundsätzlich, Sport hilft uns allerdings, wenn wir müde sind, auch beim Einschlafen. Nun noch zum Abschluss dieser Frage, das Klischee vielleicht schlechthin. Wie ist das mit dem Vollmond? Schläft man bei Vollmond schlechter oder ist das ein ganz alter Mythos? Ja, da das habe ich auch mal im Rahmen der Familie beantwortet, die Frage. Und meine Schwestern sind mir dann auf mein Dach gestiegen, weil sie gesagt haben, nein, der Vollmond hat einen Einfluss auf das Schlafverhalten. Ich will die Frage wie folgt beantworten. Es gibt Hinweise darauf, dass Leute vor allem deshalb schlecht schlafen bei Vollmond, weil sie wissen, dass Vollmond ist. Sich es, ich will nicht sagen einreden, aber sich vor Augen führen, es ist Vollmond und dann tatsächlich schlechter schlafen. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Natur oder dass der Vollmond einen Einfluss auf uns und die Natur hat. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass Ebbe und Flut zum Beispiel auch durch den Mond ein Stück weit gesteuert sind. Das heißt, es gibt Einflüsse von Mond auf Natur und Mensch, die wir noch nicht ganz greifen können. Von daher will ich die Frage beantworten mit Jein. Es ist mir noch nicht ganz klar, welchen Einfluss der Vollmond tatsächlich hat. Ist es eher etwas Psychologisches oder tatsächlich Natürliches? Von daher hoffe ich, dass ich die Frage an der Stelle ganz ordentlich beantwortet habe. Sehr interessant. Dann bleibt uns also dieser Mythos des Vollmonds noch ein bisschen erhalten und vielleicht ist sogar etwas Wahres dran. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Herr Dr. Walter, sind Sie denn der Meinung, dass das Thema Schlaf und Erholung
von Unternehmen genug beachtet wird? Bei wem liegt da die Verantwortung? Denn jeder Mensch geht ja, oder so gut wie jeder Mensch geht ja arbeiten, oft 8 Stunden pro Tag. Und was können da beispielsweise Führungskräfte, Office Manager, Gesundheitsbeauftragte, aber vielleicht auch jeder Einzelne tun, um hier bessere Bedingungen zu schaffen? Ja, also erstmal mag ich es nicht, wenn man nur auf Unternehmen und Führungskräfte einklopft und sagt, Mensch, ihr seid hier in der Verantwortung, macht doch mal was für uns. Sondern wir selbst sind auch haben die Verpflichtung, dem ein bisschen vielleicht nachzugehen. Sprich, meinen eigenen Lebensablauf anzugucken, meine Agenda, habe ich genügend Zeit zum Schlafen, achte ich ausreichend auf mich. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass der Arbeitgeber dort auch unterstützen kann und das auch immer mehr tut. Das beobachten wir. Und hier ist natürlich ganz wichtig das Vorbildsverhalten der Führungskräfte. Wir haben leider in Deutschland immer noch so eine Kultur, wer viel arbeitet, wer hart arbeitet, der ist irgendwie cool und so weiter. Das leben viele Führungskräfte auch vor. Die wenigsten trauen sich am Nachmittag auch zu sagen, Mensch, ich muss aber jetzt nicht mal hinlegen kurz und so weiter. Das Vorleben fehlt an der Stelle. Wir können aber durch Sensibilisierungskampagnen, Informationskampagnen, auch Schulung von Führungskräften zu sogenannten Schlafbotschaftern in Unternehmen einiges bewirken. Und da gibt es auch erste Projekte, die entstanden sind. Auch die Einrichtung von Ruheräumlichkeiten in Unternehmen gibt es immer mehr. Es gibt Informationskampagnen und. Von daher, ich glaube, sowohl wir selbst als Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeber sind hier in der Verpflichtung, mehr zu machen. Also da tut sich schon einiges, aber es ist auch noch viel zu tun. Das mit dem hart arbeiten ist ja auch so eine Sache, denn wenn man jetzt sich vom Schlaf Zeit wegnimmt, um mehr zu schaffen, dann erreicht man wahrscheinlich genau das Gegenteil damit letztlich. Sodass es eigentlich klüger ist, etwas mehr zu schlafen und dann schafft man mehr und arbeitet wirklich mehr in der Realität. Vielleicht kann man das auch so sagen und damit ja eigentlich die Grundlage schaffen dafür, dass vielleicht dann auch mal mehr geschlafen wird. Was wünschen Sie sich denn persönlich für den Umgang mit Schlaf in der Gesellschaft? Ja, sehr interessante Frage. Also ich würde mir wünschen, dass wir weniger Stigmatisierung vielleicht auch hier haben im Hinblick auf die Personen, die vielleicht viel Schlaf brauchen oder die auch merken, ich muss nachmittags mich hinlegen, ich muss ruhen. Es ist sehr natürlich und sogar natürlicher, wenn wir 2-mal am Tag schlafen. Das zeigt ganz klar unsere Chronobiologie mit 2 Tiefpunkten am Nachmittag und in der Nacht. Das heißt, 2-mal am Tag zu schlafen ist eigentlich natürlich. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass Leute wie dem Bedürfnis mehr nachgehen. Wir wissen, dass 2/3 der Beschäftigten in Deutschland sich manchmal oder regelmäßig einen Mittagsschlaf wünschen und auf der anderen Seite die Gesellschaft das vielleicht auch mehr akzeptiert. Wir sind in Deutschland ganz stark so eine Frühaufsteher-Gesellschaft. Ja, 6.18 Uhr im Durchschnitt in etwa stehen wir auf. Die Zu-Bett-Geh-Zeit ist mit 22.55 Uhr in etwa auch sehr früh im Vergleich zu anderen. Das heißt einfach, ja, die Lerche sollte so leben, wie sie als Lerche es tun sollte und die Eule sollte auch eine Eule sein dürfen. Zum Schluss noch eine Frage, die wir sehr gerne an die Experten und einflussreichen Persönlichkeiten hier im Interview stellen. Und zwar, Herr Dr. Walter, was würden Sie denn jetzt als weiterführende Informationen zum Thema Schlaf empfehlen? Nachdem man jetzt dieses Interview gehört hat, wie kann man sich da weiter informieren? Ja, also da geht im Netz natürlich die Post ab zu dem Thema aktuell. Da muss man auch ein bisschen genau hinschauen, was ist dort wirklich ja qualitativ hochwertig, was nicht. Ich kann Ihnen empfehlen, vielleicht einen Google Alert einzustellen, sprich erinnert zu werden von Google, wenn es irgendwelche Meldungen zum Thema Schlaf gibt. Das ist sehr interessant, da wird man regelmäßig upgedatet, was da draußen passiert, in der Presse, aber auch in anderen Bereichen. Dann bei Amazon einfach zu gucken, welche Bücher gibt es zum Thema Schlaf. Ich möchte jetzt nicht irgendwie ein spezielles Werk hier empfehlen, sondern die Rezensionen sich angucken und hier eine Auswahl treffen. Und dann erlaube ich mir noch den Hinweis, dass wir auf www.letsleep.de unserem Schlafportal auch kostenfrei Informationen zur Verfügung stellen. Da können Sie quasi ähnlich wie bei Netflix auswählen, will ich Factsheets zum Thema lesen, zum Thema Schnarchen oder zum Thema Koffeinkonsum oder möchte ich Videos anschauen, möchte ich Podcasts anhören, möchte ich an einem Webinar teilnehmen oder im Videochat, alles kostenfrei auf www.letsleep.de. Und ich glaube, mit Google, Amazon und Let's Sleep kommen Sie schon ein Stück weiter. Ja, wunderbar, eine sehr gute Empfehlung. Schaut da unbedingt mal vorbei bei www.letsleep.de. Und dann an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Herrn Dr. Walter bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich hier für das Interview zur Verfügung gestellt haben und uns unsere Fragen so gut beantwortet haben. Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank.